Was geht ab, YouTube? Zwei neue Video. Heute regieren wir auf Fiskebasta, Deutschland vs. Türkei, Stadionvlog. Lass mal reinschauen. Also, ich habe mitbekommen, dass Deutschland ja verloren hat. Aber sonst, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so geguckt, Fußball. Wie schon mal bei Fiskebasta, seine Reaktion an. Leute, ich hoffe, euch allen geht's gut. Achso, oh, Digga, Türkei spielt heute in Berlin. Ihr wisst, was das heißt. stark. Und das auch noch gegen unsere deutsche Nationalmannschaft. Ein ganz besonderer Stadionvlog. Let's go! Und wie immer starten wir erstmal mit einer ganz schnellen Roomtour. Übrigens, diese Hose von Willi, mein absoluter Favorite momentan. Hier auch noch ein Shirt von The Messi Store. Ah, warte. Und hier zur Rechten starten wir direkt ins Badezimmer. Hier ist erstmal so eine riesige Dusche. Da kann man so die Kabine zumachen, wo die Wanne auch da drin ist. Dann haben wir hier ein Waschbecken, Freunde. Habe ich mich gerade schon fresh gemacht. Und noch die Keramik kann man hier auch nochmal so abschließen. Ne? So, ganz bequemes Bett. Zwei Einzelbetten, aber ich So. bin alleine. Habe auch schon ein bisschen noch am Laptop noch gearbeitet. Deutsches Trikot ist natürlich auch schon auf dem Bett platziert. Und sehr bequem. Ich bin hier schon seit 2 Tagen, Freunde, weil ich war gestern noch auf einem Dreh vom guten Dia und ich habe bei Find the Pro mitgemacht. Hat richtig Spaß gemacht, da Teil der Jury. Ich finde, die Folge ist auch, also diese, ja, Format ist auch cool. Ich muss auch mal, glaube ich, reagieren auf diesen Format. Zu sein, seht ihr dann wahrscheinlich kommenden Wochen bei ihm auf seinem Kanal. Ja, da werden wir gucken. Außerdem war ich noch Abendessen mit dem guten Marcello, Freunde. Habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen. Marcel Scorpion, die Legende. Er ist auch dabei. Habe ich hier noch ein Oh, Fenster am Start, aber das Junge. habe ich jetzt nicht einmal angemacht. Kleine Minibar noch, Leute. Die können wir gestern Abend. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu zeigen. Mein Messi-Trikot habe ich auch noch dabei gehabt. So, und hier noch Aussicht aus dem Zimmer. Das war wirklich nicht geplant, Freunde. Ich wusste das nicht, ja. Aber ich bin gestern von der Tiefgarage hochgefahren in den Lobbybereich und auf einmal um die Ecke steht da ein Gündogan, Digga. Und es stellt sich heraus, dass die deutsche Nationalmannschaft im selben Hotel ist wieder wie ich. Also ja, richtig nice Zufall. Aber ich habe mich selber sehr gefreut mit dem guten Ekai. Genau da hinten an der Fensterscheibe haben wir das Bild geschossen. Hier übrigens habe ich gestern auch einen richtig geilen veganen Burger gesnackt. Ich habe Gündogan noch gefragt, ob er sich vielleicht noch an mich erinnern kann, weil ich ja auch beim Ballon d'Or war. Aber er meinte, da waren viel zu viele Menschen. Und für die, die es interessiert, das Hotel ist übrigens das Grand Hyatt. Also ich zahle jetzt ganz normal selber. Aber ja, da schläft auf jeden Fall die Nationalmannschaft in Berlin. Ich finde es auch ganz geil, weil es hat hier auch so einen richtig großen Tschüss, Alter. Barbereich. Auch hier der Lobbybereich mit so richtig hohen Decken. Den guten Nino getroffen. Was tippst du heute? Und du möchtest jemanden grüßen? Ich denke 4-2 und ich grüße den Nils Siegmann. Okay. Und da kommt der Nächste. Kannst du meine Cousine noch mal grüßen, weil sie ist ein Fan. Wie heißt sie? Die Lara. Die Lara, ich grüße dich. Hast du hier einfach den neuen Ball oder was? Ja, von Adidas. Aha. Warst du beim Botschafter Nummer 1 in Deutschland, ne? Grüße gehen raus an Noah. Aktuell läuft die U17-Weltmeisterschaft und sie haben heute wieder gewonnen mit 3-0 gegen Venezuela. Ey, du bist ja mittlerweile in jedem Video Gast. Was geht ab, Digga? Jetzt? Alles klar? Oha, mein! Tschüss. Na, was geht, Digga? Servus, hi, alles gut. Freunde, ich sag's euch, wenn ich mit Mike unterwegs bin, alle 2 Minuten kommt ein Mädchen und will mit ihm ein Bild. Das ist nicht mehr normal, ne? Wegen dir, wegen. Playboy. Ja, verschiedene Welten prallen aufeinander, ich sag's euch. Wir steppen jetzt hier ein wenig am Kudamm entlang. Wir gehen jetzt gleich da um die Ecke in ein Sushi-Restaurant. Da war ich auch schon vor 2 Tagen, war richtig lecker. Du 31 heißt das. Hier steht aber auch eine G-Klasse nach der anderen rum. So. Ja, G-Klasse findet man überall. So, Leute, das ist meine Standardauswahl beim Sushi. Boah, ich finde Sushi ist gar kein Fall meins. Sehr, sehr lecker hier. Und kein Spaß, Mike wurde gerade eben wieder von einer Mitarbeiterin im Geschäft erkannt. Das ist nicht mehr normal. Also, auf euch. Oh shit, Leute. Es sieht danach aus, dass Haaland sich verletzt hat. Hoffentlich fällt er nicht allzu lange aus. Bei Grisch läuft es auch gut. Er hat gestern auch schon wieder getroffen und sie führen die Tabelle an, Leute. Mit 9 Siegen und plus. Das ist mein Land. 32 Tore. Hier. Der ist ein Fünfter, der. Warte, nicht ein Los. Das ist auch krass. Er führt sogar die Torschützenliste an. Schaut mal, Mbappé steht zum Beispiel nur bei 6 Toren. Eli. Oh, in die Cello. Ja, ich bin gerade im Drehen mit Kai. Sag mal deine Prediction, Bro, falls wir uns im Stadion nicht sehen. Boah, ich sag knapper Win für Deutschland. Ich sag 2-1. Ich sag 4-2. Für Deutschland? Ja. Bist du zu Hause oder was? Ich bin gerade zu Hause, ich bin auf Klo. Ah, ach so, okay. Na dann erledige mal dein Geschäft, Bro. Bis später. Tschüss. Bis dann, gell? Ciao. Alter Verwalter. Ey, Philipp. Man hat dich aus 400 Metern gehört. Nee, kein Spaß. Ja, war heftig, ne? Wie viel PS hat der?
Ungefähr 700. Und 12 Zylinder, oder was? Ja, der letzte 12 Zylinder. Philipp am Start, Freunde, sehr guter Freund von mir. Wir machen eine kurze Spritztour. Boah, ich bin ein riesen Aston Martin Fan wegen den ganzen James Bond Filmen. Ja, der ist schon geil. Aber ich mag keine zwei Türen. Nee. Stilvoll, richtig geil. Okay, let's go. Oh, Digga, ja. Oh, Bro, was geht? Digga, wir haben schon so geredet, so, das ist das, hey Philipp. Die so, nein, das kann nicht sein. Und so, das ist ja, ist schon tolles Auto. Das, ich finde es geil mit den Schlüssel. Naja, das ist ja Startup, genau. Das heißt, kannst du Schlüssel? Zeig mal. Ja. Was? Krass. Man steckt den Schlüssel so mäßig hier in diesen Schlitz rein. Das ist noch alte Schule. Bei den ganzen neuen nicht mehr so, deswegen. Machen wir rein nochmal? Oh, das ist krass. Tschüss. Hä, ist der noch vor OPF? Oder genau, ja, das ist noch der letzte V12. Sauger. Ja, also mehr geht nicht. Okay. So einen wird es nie wieder geben. Ne? Das ist ja geistesgestört, Bro. Tschüss. Klingt so wie Lambo, Alter. Es wird's halt wirklich nie wieder geben, so einen Sound. So grün, Digga, wir rollen gerade mit 27 km/h. Was ist denn das? Auch Vinicius Junior hat sich verletzt und wird für 2 Monate ausfallen. Immer diese Länderspielpausen, ne? Also der Leo, der zieht mich ja wirklich immer an. Schau mal, da ist er sogar auf dem Bus drauf. Erstmal sich bei einem Kochkurs bei ihm anmelden, jawohl. Ey Philipp, no joke, ich wollte nachts sogar geträumt davon, dass ich wieder Messi getroffen habe. Aber ich habe so mit ihm zusammen gechillt, nicht so ganz kurz. Also ich träume locker 2x im Monat, Leute, dass ich entweder Messi oder Ronaldo treffe. Ich habe letztens auch einmal geträumt, dass ich irgendwie in Italien war, bei so einem Ferienhaus mit Ronaldo gewohnt habe und mit Georgina und so auch geredet habe. Also ganz crazy. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Zeit, bevor... Hat der Legato-Dix da? So Legato. ...Stadion geht. Daher können wir noch eine Runde nach oben in die Sauna und ein bisschen schwimmen. Mashallah. Mike, 1 bis 10. Nice. Richtig chillig hier. Mike haut jetzt Eis. Digga, das ist krass. Rein hier in die Eistonne und dann kühle ich mich ab. Gehst du rein? Ja, klar, safe. Mike, übertreibt man nicht, Mann. Wie viel ist denn da jetzt da drin, Alter? Boah. Digga, es ist zu kalt. Boah. Sei Mann. Wie ein Löwe. Digga, das ist. Boah, jetzt zittert. Tschüss. Aber Kälte soll gut sein für die Dings, für die, wie heißt die, ach Digga, ich bin selber ein bisschen verloren, es ist sowieso 3 Uhr, für diese, ach Digga, scheiß drauf, komm, ihr wisst selber, was ich meine. Digga, Immunsystem, scheiß drauf, Digga. Deutschland! In wenigen Minuten müssten die Spieler jetzt schon vom Hotel abfahren. Hier stehen schon einige Leute und draußen ist auch alles voll. Da kann man schon ein bisschen den Mannschaftsbus erkennen. Und von hier müssten eigentlich gleich alle rauslaufen, Digga. Geil. Holen die sich hier ihre Akkreditierungen ab, ne? Da ist Niklas. Niklas! Hallo! Na? Was geht ab, Bro? Alles klar? Ja, super. Oha. Müller. Süle, Alter. Wie riesig der ist, Digga. Süle! Rüdiger, Freunde von Real. Rüdiger! Ah, warte, ist das schade. Oh, meine Kamera ist bestimmt nicht. Digga, jetzt schaut das iPhone nicht krass aus. Ich raste aus, Digga, das iPhone schaut. Ja? Oh, Kai Havertz. Kai, was geht? Hey, was geht, Bro? Alles gut, ja? Ja, super. Ja, mit Eli und Musti und so. Ja, genau. Wir sehen uns, ja? Ciao, Bro. Kai fragt mich, ob ich ins Stadion komme oder was. Bro, was machst du denn sonst hier? Natürlich, aber ich freue mich so heftig, Digga. Oh, da ist Nagelsmann. Joshua. Da ist Nagelsmann. Oh, Wirtz und Hummels. Ja, alle Filme, ne? Mashallah. Einmal Gala-Fan, Fenner. Und du beschickt das, oder? Echt jetzt? Nein. Alle drei auf einem Bild. Auch Fenner. Geil. Was ist, oh, ich hab 4-2 Deutschland gesagt, Bro. 4-2? Aber kann alles passieren. 2-1 Türkei. Aber Türkei spielt ja nicht gut in der EM-Quali, ne? Ja. Jetzt geht's aber auch für uns Richtung Olympiastadion. Oh. Ey, Freunde, ich sag's euch, hier ist mehr Polizei, als wenn Schalke gegen Dortmund spielt. Wie viel ist hier los, Mann? Hier ist ja heute alles restlos ausverkauft, bis auf den letzten Platz. Wir kriegen, glaube ich, sogar einen Parkplatz in der Tiefgarage, also beim Stadion drunter. Bin hier noch nie lang gefahren, ne?
Sind es aber so nur für VIPs oder was? Ja, warum? Hä? Aber ist doch. Ja, das ist Tiefgarage. Ach, krank. Alter, was ist das für eine Einfahrt? Schau mal, hier stehen nur Polizeiautos. Du parkst unterm Stadion. Ah, wie bei Allianz Arena, unter der Tribüne sogar? Das ist krass. Tiefgarage Süd, okay. Ah ja, Alter, wie krank. Ja, ich sehe schon, Digga, das sieht aus wie in so einem Automuseum oder so. Ja, das steht doch schon. Habt ihr gelesen, was da steht? Vorfahrtsstellplätze. Ey Leute, muss die carried mich jedes Mal. Ne? Ich hätte heute einfach nur ein ganz normales Ticket gehabt. Ich habe es auf Instagram verschenkt und ich gehe wieder mit den Jungs mit. Ey Musti, was hast du eigentlich vor, Bro? Gehst du ins Fußballstadion oder in eine Diskothek? Aber Mike genauso, Alter. Guck mal, Schuhe. Ja, meine Güte. Ich bin der Einzige hier, Leute, mit Trikot. Let's go. Digga. Nur irgendwelche Berliner S-Klassen. Safe Olaf Scholz mit seiner Kolonne ist hier auch im Stadion. So sieht einfach der Security-Check hier aus, Leute. Hier wird man abgetastet. Wie so ein spannendes Stadion eigentlich, ne? Ilkay sagt uns hier direkt Hallo. Wir haben uns hier gerade noch so Bändchen abgeholt, Freunde. Zack, damit haben wir jetzt gleich Zugang zum Essens- und Getränkebereich noch vom Spiel. Boah, Digga, das schaut auch nice aus da hinten. Thomas Müller. Müller und Ilkay. Das ist für mich aber auch so typisch Olympiastadion. Diese fetten Betonwände, ne? Richtig geiler Flair auch. Ah, hier war ich schon mal, Freunde, aber ich bin von oben runtergelaufen beim DFB-Pokalfinale. Jetzt, ich erinnere mich, Digga. Genau hier war ich und hab mir ein paar Getränke geholt. Ja, ja, ja. Heftig, wie viele Ebenen es alleine hier gibt im DFB-Bereich, Freunde. Drei verschiedene Etagen, wir müssen ganz runter, denn wir haben so Players-Lounge-Tickets. Also die ganzen Familien und Freunde von den Spielern. Bro, als wir auf Schalke waren, hast du genau das gleiche gegessen. Einfach nur Nudeln mit Soße. Ich gönn mich hier Rindfleisch, Leute. Hier noch, glaube ich, so Pilze und schwarze Bohnen. Apropos, Leute, ich habe jetzt einen WhatsApp-Kanal erstellt. Da poste ich so Messages und Bilder manchmal rein. Hier eins von Marcel. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und wenn ihr drauf kommt, dann klickt einfach oben rechts auf Abonnieren. Das ist natürlich kostenlos. Und aktiviert die Glocke, weil dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wie wenn ich euch eine ganz normale Nachricht auf WhatsApp schreiben würde. Finde ich echt eine coole Sache. Ja. Und dann sind wir auch über WhatsApp Connect. Mont hat das eigentlich auch. Monte, ich glaube Electrics auch. Nee, Electrics nicht. Boah, wer hat noch irgendwie? Deutschland startet mit der vollen Brigade. Eigentlich fehlt nur Neuer bzw. Ter Stegen, aber der fällt aus wegen Rückenschmerzen. Vorne Sané, Füllkrug, Havertz, in der Mitte Würz und Musiala fehlt noch. Bei Türkei startet Kavecci von Fenerbahce, Freunde. Und zum Beispiel noch Ayhan von Galatasaray. Oh, ich bin so gespannt. Vor allem können wir uns auf die geile Stimmung im Olympiastadion freuen, wenn so viele Türken auch vor Ort sein. Aber ich hoffe, die Deutschen werden auch gut dagegen halten. Jetzt aber zu den Plätzen. Weiß ich aber nicht. Leute, Ehrentribüne. Ja, wir halten uns da die Tür auf. Oh, Kai Pflaume. Mr. Kai Pflaume, ne? Das ist doch mein Tipp, ist 4-1 Deutschland. Oh, 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 ich hab 4-2 gesagt. Let's go. Gucken wir hier, da wirklich ein Fußballprofi. Er dreht heute eine Folge für seinen Kanal mit Eli. Oi, 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 oi. Boah, tschüss. Let's go, Leute. Gleich kommt auch schon die Hymne. Oh, wie witzig, Freunde. Samra ist auch am Start. Aber Samra. Wir sitzen irgendwo hier links. Was ist das bitte wieder für Plätze? Die Mannschaft kommt rein. Es gibt sogar eine kleine Choreografie. Das Wappen in der Mitte dreht sich. Oh, da sind auch ganz, ganz viele türkische Fans. Nichtigkeit und Recht und Frei. Für das Spaß. Kai Havertz. Der damals Kai Havertz hat vorne gespielt, hat der erst so: Mann, ey, die Bamba, die schießt nicht. Boah, also, Testspielcharakter. Bisher ist davon gar nichts zu spüren. Richtig, richtig geile Atmosphäre, Freunde. Ich glaube, auch beide Mannschaften werden heute auch Vollgas geben. Die Deutschen müssen jetzt nicht sowieso. Er schreit Wiska. Boah, und das erste Mal melden sich die türkischen Fans mit Türkei. Vorbei, Sieg, ganz klar. Und die Türken, Freunde, die haben sowieso so viel Stolz, die werden auch volle Kanone Gas geben. Alter. Schau mal an. Das sind ja nur die türkischen Fans. Alter, krank. Ich bin echt gespannt aufs Pfeif-Konzert, wenn es Deutschland ballert, ob das draußen ist, wie wenn Kalle oder Besiktas. Ja. Digga. Oh,
und Deutscher mit dem Anstoß. Wir achten auf die Lautstärke. Und los! Und wir vermuten direkt ein Pfeifkonzert im eigenen Land. Alter, wie laut es wird. Türkei als erstes im Angriff. Es ist wie erwartet, Freunde. Sofort brennt hier die Hütte. Oh mein Gott. Nein. Oh, Gündogan über den Ball. Ey, Musti, wie laut ist das? Schon mal. Oh mein Gott. Türkei. Ja, das habe ich gesehen. Kai Havertz. Für Havertz auch gerade sehr wichtig für seine Confidence, Digga. Schön Selbstvertrauen sammeln. 1:0 für Deutschland. Havertz. Ist auch sehr spannend zu beobachten, Freunde. Kai spielt hier gefühlt wirklich als Linksverteidiger, aber er setzt sich natürlich auch mit nach vorne ein. Oh! Oh mein Gott! Leroy! Mach selber! Ja, bring ganz. Ja, oder? Ja! Schade. Digga, krasser Schuss. Erster Abschuss der Türkei. Ja, Freunde, es fühlt sich nicht nach einem Heimspiel an für Deutschland. Wir schreiben jetzt die 22. Spielminute und man hat noch nicht einmal irgendwie sowas gehört wie Deutschland, Deutschland, noch nicht einmal. Dann müssen wir das heute durch. Oh. Jetzt. Ah, schade. Stark. Schaut mal, wie geil das ausschaut, Freunde. Alle haben ihre Taschenlampen. Digga. Bei den Handys. Uiuiui. Das kommt auf Handy gar nicht so schön rüber, wie es in echt ist. Ein Tor. Ja. 1:1. Noch ein, glaube ich, oder? Türkei ist da, Leute. Deutschland überlässt den auch immer mehr Ballbesitz. Das ist nicht gut. Türkei. Digga, nur Türkei. Nein. Tschüss. Ecke Türkei. 45 Minuten, ich weiß wirklich nicht, wo ich die erste Hälfte von Deutschland einordnen soll. Sie braucht keinen Fall dominant. Sie fangen durchschnittlich und jetzt lassen sie immer mehr nach. Ecke ist zu kalt. Und stopp. Oh. 2:1. Sofort. Bro, der ging ins Kreuzeck. Von innen ist das kurz berührt. Was war denn das für eine Bude? Alter Walter, das gibt es nicht. Was ist denn hier los im Olympiastadion? Das war eins der krassesten Tore, die ich live im Stadion erlebt habe. Ne? Also, der war wirklich Millimeter genau da oben drin. Wahnsinn. Oh, unter die Latte, Pfosten, alles. Keine Ahnung. Halbzeit in Berlin.
mein Gott! Alter, das war einfach ein Pinball-Tor! Zack, 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 bum, bum, bum! Ich hab mir gerade eben das Tor nochmal angeschaut, Leute, in meiner Aufnahme. Das ist echt, ey. Junge, du musst ja erstmal so reinscheppern, ne? Wahnsinn, wir gehen jetzt mal zu Eli in der Halbzeit. Oder? Eli! Wir spielen in Istanbul. Man denkt, wir spielen in Istanbul. Ja, das sowieso. Dein Kommentar zum zweiten Tor? Oder also, geisteskrank. Naja, der schießt er einmal in seinem ganzen Leben so, ne? Melina, und dein Kommentar? Ich hab das zweite Tor nicht ganz gesehen. Nein! Ey, man hat nicht einmal sowas wie Deutschland gehört, ne? Doch, ich nicht einmal, gar nichts. Oh. Und Tor. Sagen, Freunde, aber ich habe 4-2 getippt und jetzt hört man auch das erste Mal gerade die deutschen Fans. Auf geht's, Deutscher, schießt ein Tor, 4-2 ist realistisch. Oh, oh mein Gott, ich hätte einen Besen gefressen. Was ist für Sonntagsschüsse heute, Digga? Fast direkt das 3-2 wieder. Aber es geht auch zu einfach, die lassen jedes Mal zum Schuss kommen. Zeigt die gelbe Karte und es gibt wieder ein Riesenfallkonzert. Man denkt einfach ehrlich, dass das Spiel in Türkei stattfindet. Alter, schaut mal, der Jubel, Mann. Alleine, dass die dann Lilo einmal wegtackeln. Und der nächste Tor, oder? Hand, safe, oder? Oh mein Gott, die Bank von Türkei rastet komplett aus. Ich glaube, das müsste Elfmeter geben, Freunde. Gibt es aber Videoassistent? Ich glaube, Freundschaftsspiele nicht. Nein, oder? Das sah schon ziemlich nach Hand aus. Ich muss mir gleich mal die Aufnahme anschauen. Ich habe direkt immer hier ein VAR abends mein Handy. Kai war schon ziemlich weit draußen mit seinem Arm. Mit dem Ellbogen hat er ihn. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Berührt. Schauen wir mal, ob es ein Video System gibt. Unlucky, ne? Ah, doch, es gibt ein Video System, Bro. Schau oben, schau oben. Was will er auch machen mit seinem Arm, ne? Aus der Distanz. Das ist nicht mal halber Meter. Fuck, Digga. Er schaut sich's an. Kai beschwert sich. Er weiß es, glaube ich, schon, was ihm blüht. Ja, aber diese Handspielregel, ne? Da weiß, da blickt auch keiner mehr durch mittlerweile. Ja, es gibt Elfmeter zu Kai. Ja. Elfmeter für die Türken. Es wird so laut wieder. Kann er den Druck standhalten? Auch wenn es nur ein Test ist. Dinge. Was hält er ihn? Schade. 3-2 für Türkei, 71. Spielminute. Meine Güte, Freunde, was für ein Stadionblock. Das jetzt schon mal gerne Daumen nach oben da. Und kostenlos Abo, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ich werde auch auf Deutschland gegen Österreich gehen in Wien. Oh, Julian, Julian. Ah, ja, das war's. Hau rein! Nee. Rein! Komm weiter, weiter, weiter! Rüdiger! Rüdiger! Ah, oh, zu weit. Ja, das war zu weit. Leon, Leon. Gnabry macht die kleine Pirouette. Ey Leute, ich habe erst jetzt gecheckt, das zweite Tor hat Kenan Yildiz erzielt. Das ist so Kenan, der gerade bei Gouverneur-Tor in den Fußball-Challenge früher mitgemacht hat, von der Bayern-Jugend, wo er ganz klein noch war. Ich bin jetzt mittlerweile bei Juve. Was für ein Tor, Mann. Dem gönne ich das auf jeden Fall. GG's. Nein! Jetzt macht er noch... Ah, okay. Oh. Was für eine Grätsche! Von Benny, ne? Alter, es geht Schlag auf Schlag. Und für ihn ist es heute seine Premiere. Zum ersten Mal Nationalmannschaft. Herzlich willkommen mit der Nummer 20. Marvin! Aber tolle Parade. Wieder gefährlich. Tschüss. Kein Foul. Ist okay, weiter laufen zu lassen. Boah, ein 4 vorbei. Boah. Tega. Was für eine Aktion von Sané, ne? Dribbling, dann wieder traumhaft gepasst, zählt den Tor verdient er. Bei jedem Pass schreien sie Ole. 7 Minuten nach Spielzeit, come on Deutschland. Oh, oh. Oh, macht er gut. Ja, das... Boah, kommt der an oder was? Tschüss. Krass. Das war richtig gut. Achtet auf die Fans, Leute.
weiß vor allem nicht, wann das letzte Mal Deutschland gegen Türkei zu Hause verloren hat. Das muss schon ewig her sein. Schreibt es mal in die Kommentare. Schaut mal da oben, Freunde. Da gehen die nächsten Pyros. Digga. Und Deutschland wird ausgepfiffen. Letzter Angriff jetzt wahrscheinlich schon. Türkei wird nicht Digga, was machen die da? Schiri, pfeift ab, oder? Ja. Das war's. Stark. Türkei gewinnt 3-2. Und der Schiri beendet das Spiel. Wahnsinn, was für ein Fußballabend. Wirklich extrem unterhaltsam. Aber man kann nicht sagen, dass es unverdient ist. Nö. Wir hatten genug Chancen. Die haben einfach gut gespielt, muss man so sagen, eigentlich so. Trotzdem. Gutes Spiel eigentlich. Was soll man dazu sagen?